Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Diesmal möchte ich mit euch gerne meinen Lesemonat Juli besprechen und wenn ihr Lust drauf habt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Im Juli ist es irgendwie genauso gelaufen wie im Juni. Ich habe 4 Bücher beendet und ein Buch abgebrochen. Und ich möchte euch natürlich jetzt sehr gerne mehr über diese Bücher erzählen und ja, ein bisschen mit euch besprechen, wie ich diese Bücher fand. Und ich würde sagen, beim letzten Mal haben wir mit dem Buch, das ich abgebrochen habe, das Video beendet. Vielleicht wollen wir das Video heute mit einem schöneren Ende gestalten. Deswegen fangen wir heute einfach mal an mit dem Buch, was ich abgebrochen habe. Und zwar habe ich die Chroniken von Alice Finsternis im Wunderland von Christina Henry abgebrochen. Dieses Buch hatte mir mein Mann in die Hand gedrückt, als es darum ging, meinen To-Be-Read-Stapel für den Juli zusammenzustellen. Also meine Leseliste hat er gemeint, ja, nimm doch das Buch mal, ich fand das richtig gut. Das ist jetzt nicht so richtig dein Genre, aber du kannst es ja mal ausprobieren. Und ich habe mir gedacht, naja, klar kann ich das ausprobieren, ist ja kein Problem. Das ist aber eher so in Richtung Horror. Also wir sind hier unterwegs mit Alice. Das ist halt quasi so eine Adaption von Alice im Wunderland, also auch das die relativ bekannte Geschichte, die jeder von uns wahrscheinlich auch schon kennt. Und tatsächlich war mir diese Adaption dann ein bisschen zu krass. Also Alice ist jetzt in einem Hospital, also in einer Psychiatrie, würde ich jetzt mal sagen, also so eine geschlossene Anstalt und wird dort quasi ja gefangen gehalten. Anders kann man es ja nicht nennen. Sie darf halt das Ganze nicht verlassen. Und ihr ist etwas ziemlich Schlimmes widerfahren, weswegen sie halt ein Trauma hat und eben hier auch eingeliefert wurde. Und in ihrer Nachbarzelle sitzt Hatcher und Hatcher ist ein Axtmörder, der eben ja auch wegen seiner Taten dann eben in dieser Anstalt auch gefangen ist. Und die beiden unterhalten sich immer durch die Wand, also da ist so ein kleines Loch in der Wand und dadurch unterhalten die sich. Die haben sie also noch nie gesehen, die kennen sich nicht wirklich gut, aber die sind trotzdem natürlich dadurch, dass sie beide schon lange in dieser Anstalt sind, unterhalten sie sich viel und haben auch schon viel voneinander gelernt. Und eines Tages bricht dann ein Feuer in dieser Anstalt aus und deswegen fliehen die dann. Und dann geht es eben damit weiter, dass die dann halt auch ausgebrochen sind oder geflohen sind und dann eben in der Stadt landen. Und die ist halt sehr gefährlich und sie begegnen auch sehr, sehr vielen verschiedenen Charakteren. Und ich habe das Buch tatsächlich nach, ich glaube, nur 119 Seiten oder so abgebrochen, weil mir das tatsächlich zu gewalttätig war, zu... ja, blutrünstig will ich nicht mal sagen, aber es sind auf jeden Fall schon viele zu Tode gekommen, auf sehr unschöne Art und Weise auch. Es wurde auch schon sehr viele Angriffe quasi auch auf Alice gestartet und es war mir einfach zu viel. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Es hat mich halt auch vorm Einschlafen, das zu lesen, wäre halt gar nicht gegangen. Also ja, schwierig irgendwie. Ich konnte das nicht gut lesen. Und musste es dann auch abbrechen und würde dem Ganzen jetzt auch nur 2 Sterne geben. Mir war das halt zu heftig. Ich glaube, die Geschichte dahinter, mein Mann hat alle 3 Bände davon auch schon gelesen. Die Geschichte dahinter ist, glaube ich, sehr, sehr cool auch. Also ich habe in den ersten 100 Seiten auch schon festgestellt, dass Alice halt wirklich sich zu einer sehr starken Protagonistin auch entwickeln wird und dass sie halt auch sehr krasse Fähigkeiten hat und so. Aber mir war das einfach zu blutrünstig und ich konnte das deswegen nicht lesen. Und für mich persönlich ist es jetzt halt nichts. Ich gebe dem Buch 2 Sterne aufgrund der Gewalttätigkeit und weil dieser Horrorfaktor mich halt abschreckt. Das heißt aber nicht, dass das Buch von der Geschichte her schlecht ist. Ich glaube, das ist für diejenigen, die sehr gerne Horror lesen, wirklich eine sehr gute Empfehlung. Mein Mann zum Beispiel findet dieses Buch super. Und hat es auch sehr gerne gelesen. Von daher, es bedeutet nicht, dass ich euch das überhaupt nicht ans Herz legen möchte, aber wenn ihr wie ich gar nicht auf dieses Horror-Aspekt so richtig steht, dann ist das wirklich nichts für euch. Und dann würde ich euch empfehlen, es gar nicht erst zur Hand zu nehmen. Dann legt ihr es vielleicht wie ich dann auch nach ein paar hundert Seiten weg und dafür ist es dann halt zu schade. Kommen wir doch jetzt mal zu Büchern, die ich stattdessen gerne gelesen habe. Und ein Beispiel dafür wäre dann zum Beispiel Mimik von Sebastian Fitzek.
Das habe ich im letzten Monat gelesen und wahrscheinlich macht dieser Einband hier mit dem Licht irgendwie total komische Sachen. Deswegen packe ich dieses Buch jetzt mal aus, damit ihr nicht die ganze Zeit irgendwie komisch geblendet werdet. Ich habe dieses Buch im Juli gelesen. Ich glaube tatsächlich, dass es mein erstes Buch von Sebastian Fitzek war, das ich jetzt gerade erinnere, dass ich es gelesen habe. Ich war sehr gespannt drauf. Ich lese ja recht gerne Thriller. Auch irgendwie komisch, gerade fand ich die Sache zu blutrünstig, aber so Psychothriller, das finde ich halt ziemlich cool. Auch hier in dem Buch, muss ich sagen, sind viele Menschen am Ende auch zu Tode gekommen oder das wird beschrieben und auch da finde ich das nicht sonderlich schön zu lesen. Aber da hält mich dann so ein bisschen dieser Psychofaktor bei der Stange, dass ich das dann besser ertragen kann. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wo geht es hier drum? Es geht hier um die Mimikresonanz. Wie heißt es genau? Eine Mimikresonanz-Expertin namens Hannah Herbst. Und Hannah Herbst ist am Anfang des Buches damit konfrontiert, dass sie ein Video anschaut, wo sie selber drin vorkommt und da den Mord an ihrer gesamten Familie gesteht. Also ihre Familie ist tot und sie hat quasi den Mord an ihrer Familie begangen, so sagt dieses Video. Und sie als Mimikresonanzexpertin ist mit diesem Video konfrontiert und muss dann jetzt eben schauen, was wirklich passiert ist. Denn sie kann sich nicht erinnern an die Zeit, in der sie das Geständnis gemacht hat und auch nicht an die Zeit, in der halt der besagte Mord an der ganzen Familie auch stattgefunden hat. Das heißt, sie hat gerade eine Amnesie und weiß nicht, was wirklich passiert ist. Und jetzt geht es eben darum, rauszubekommen, was eigentlich los ist. Hannah befindet sich auch in der eher zweifelhaften, in einer schwierigen Situation, weil sie wird auch quasi gefangen gehalten bzw. entführt von einem Verbrecher. Und die beiden ziehen halt durch die Gegend und es geht die ganze Zeit darum, rauszukriegen, was ist eigentlich wirklich passiert. Was ist eigentlich wirklich los? Hat sie wirklich ihre Familie umgebracht? Ja oder nein? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, was ist wirklich passiert? Und warum hat sie dieses Geständnis abgelegt? Das ist halt eine sehr, sehr interessante Geschichte, da nämlich ja auch viel auch um diese Mimik-Themen es geht und sie dann auch wirklich anhand ihrer eigenen Mimik halt auch versucht, so eine Beweisführung eben zu machen. Und tatsächlich sind auch noch andere Personen in der Geschichte involviert und denen passiert auf dem Weg eben auch noch einiges. Und es ist halt ein Buch voller Wendungen und die letzte oder das Ende, muss ich sagen, hatte mich dann doch sehr überrascht und ich war sehr irritiert, denn das hatte ich nicht kommen sehen. Und dieses Buch hat von mir jetzt 4 Sterne bekommen, denn ich fand, das war sehr easy zu lesen. Das hat wirklich sehr, sehr kurze Kapitel. Das sind manchmal nur so 2-3 Seiten pro Kapitel. Das kann man locker mal abends vorm Einschlafen lesen oder zwischendurch, wenn man mal irgendwie was Kurzes nur macht. Ich bin halt auch jemand, ich lese halt in jeder Situation, auch wenn es richtig bescheuert ist, keine Ahnung, man sitzt in der Küche und wartet, dass das Nudelwasser kocht, dann lese ich halt 2 Seiten. Ne? Für solche Momente ist dieses Buch perfekt gewesen und man hat nicht mittendrin aufhören müssen zu lesen, sondern dann war auch das Kapitel vorbei. Also das war schon sehr, sehr cool. Man konnte das sehr gut weglesen, hat mir halt richtig gut gefallen. Ich fand die Wendung ultra krass da drin teilweise und habe die auch echt nicht kommen sehen. Und ich habe auch wirklich sehr lange nicht verstanden, was ist denn jetzt los? Also was ist jetzt hier der Hintergrund für diesen ganzen Kram, der da passiert? Und das hat mich wirklich bei der Stange gehalten, dieses Buch. Am Ende habe ich aber keine 5 Sterne gegeben, sondern 4, weil da tatsächlich auch ein paar Sachen dabei waren, die mir dann halt wirklich auch ein bisschen zu blutrünstig waren, wo ich dann halt auch ein bisschen so und drüber weglesen musste. Und weil tatsächlich eine Wendung dabei war, die fand ich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen an den Haaren herbeigezogen, aber die fand ich schon schwierig nachzuvollziehen, dass das wirklich so abgelaufen sein soll, beziehungsweise dass Hannah das vorher noch nie gemerkt haben soll. Und das hat mich dann so ein bisschen davon abgehalten, die vollen 5 Sterne zu geben. Aber das ist ein super spannendes Buch, das ist ein richtig guter Thriller. Und wenn man Sebastian Fitzek
mag. Ich habe jetzt nur dieses Buch natürlich als Vergleich, aber ich glaube, wenn man Thriller mag und diesen Autor mag, dann ist man auf jeden Fall gut bedient damit, dieses Buch zu lesen. Und mir hat es gut gefallen und ja, 4 Sterne und ich werde auf jeden Fall weitere Bücher auch von ihm jetzt noch in die Hand nehmen. Das Buch, das mir in diesem Monat am besten gefallen hat, war dann das Buch Scythe, Der Zorn der Gerechten von Neil Schusterman. Das ist der 2. Band der Scythe-Reihe. Und dieses Buch hat mir wirklich super gut gefallen. Ich habe die vollen 5 Sterne für das Buch gegeben, denn ich bin immer noch irgendwie von dieser Reihe sehr, sehr fasziniert. Also bei Scythe geht es um die Menschen in sehr, sehr ferner Zukunft. Und es ist so, dass man mittlerweile nicht mehr sterben muss. Also man ist unsterblich. Alle Krankheiten wurden irgendwie ausgemerzt. Sämtliche Probleme, wie es gibt halt zu wenig zu essen etc. pp., wurde auch beseitigt, sind also quasi schon fast auf der perfekten Welt. Aber es ist halt trotzdem so, dass der Planet nur für eine bestimmte Anzahl Menschen auch Platz hat. Deswegen ist es trotzdem so, dass man das Gleichgewicht irgendwie halten muss und deswegen müssen immer noch einige Menschen sterben. Aber man stirbt eben nicht eines natürlichen Todes, sondern man wird von sogenannten Scythe dann umgebracht und die sind tatsächlich, das ist deren Beruf oder auch Berufung quasi, eine bestimmte Quote von Menschen jeden Tag auch umzubringen und dann eben dafür zu sorgen, dass die Welt im Gleichgewicht bleibt, also dass nicht zu viele Menschen irgendwann auf dem Planeten sind, um dass das dann das Gleichgewicht eben beibehalten wird. Es gibt auch eine KI, das ist der Thunderhead, der auch sozusagen dabei hilft, den Menschen die Probleme der Menschheit auch zu lösen und befindet sich eben im Hintergrund und regelt halt so ziemlich das Große und Ganze. Und die Scythe sind aber von dieser KI abgekoppelt und haben halt ihr eigenes Berufsfeld, wo sie halt dann auch miteinander eben in sogenannten Konklaves auch Entscheidungen treffen müssen und so eine Art politische Geschichte da auch am Laufen haben, dass sie halt wirklich mit der Anzahl von Scythe eben ihre Aufgabe erledigen müssen. Aber es gibt halt auch verschiedene Auffassungen davon, wie man diese Aufgabe wohl erledigen sollte. Im ersten Band begleitet man dann 2 Lehrlinge, die von einem Scythe ausgebildet werden, und zwar Citra und Rowan. Und die beiden sind eigentlich am Anfang gar nicht begeistert davon, Scythe werden zu sollen. Also die Aufgabe, jemanden umzubringen, kommt ihnen jetzt nicht so ganz so schön vor, aber sie lassen sich drauf ein, weil das auch eine sehr mächtige Position ist. Da ist man dann ja auch quasi immun gegen, also man darf nicht umgebracht werden als Scythe und man darf sich nur selber nachlesen. Also nachlesen ist das Wort für töten, also man darf sich nur selber umbringen als Scythe, damit man überhaupt sterben kann. Und das ist natürlich eine sehr machtvolle Position, weil alle sehr viel Respekt vor einem haben, weil sie natürlich auch Angst vor einem haben. Und die beiden werden dann halt als Lehrling aufgenommen und dann auf einem Konklave aber beschlossen, dass es eigentlich nicht rechtens ist, dass es 2 Lehrlinge gleichzeitig sind in einem Jahr. Und deswegen wird beschlossen, dass sich am Ende der Lehre quasi einer der beiden nur Scythe werden darf und dann den anderen nachlesen muss, sofort als erste Aktion. Und ist halt eben die spannende Geschichte im ersten Band, so wie kommen die beiden aus dieser Nummer wieder raus? Gibt es einen Weg für sie, wie sie das umgehen können, dass sich nicht irgendwie einer von beiden am Ende dann sterben muss? Und das ist auf jeden Fall das, was im ersten Band so ein bisschen die Geschichte ist, die man als erstes so durchlebt. Und im zweiten Band geht es halt weiter, denn es gibt ja, wie ich schon beschrieben habe, auch politische Themen in diesem Scythe-Tum, die da eben angegangen werden. Und das hat sich im ersten Band auch schon angedeutet, dass da eine bestimmte Gruppierung quasi Pläne hat, die sich eventuell mit dem Rest der Scythe nicht so ganz vertragen. Und das geht jetzt in diesem Band halt dann auf jeden Fall weiter und spitzt sich sehr, sehr krass zu. Und man hat, finde ich, auf jeden Fall wieder komplett teilweise so Überraschungsmomente, wo man denkt, ach krass, okay, das ist heftig, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Und ich finde auch immer noch diese Welt und die Art und Weise, wie die da leben, irgendwie so spannend. Also diese ganze Beschreibung finde ich richtig, richtig cool. Und es passieren auch wirklich Dinge, die hätte ich jetzt beim Lesen des ersten Bandes absolut nicht für möglich gehalten.
Und es ist jetzt tatsächlich auch so, dass ich jetzt super gespannt bin, was im dritten Band passiert. Also dieses Buch hat mich jetzt auch wirklich so richtig meinem Stuhlende so klemmen, weil ich einfach möchte, dass oder wissen will, wie das weitergeht und einfach hoffe, dass das für die Protagonisten, die mir besonders ans Herz gewachsen sind, jetzt gut ausgeht. Weil da sind schon einige dabei, mit denen fühle ich jetzt richtig mit und ich hoffe, dass das einfach gut geht für die. Und ich bin da jetzt sehr gespannt drauf, weil da sind schon einige sehr gegenläufige Stränge irgendwie in dieser Geschichte, wo ich irgendwie nicht so genau weiß, wie man da noch irgendwie mit einem guten Ende wieder rauskommen soll. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das der dritte Band, in welche Richtung der geht und was genau da passiert. Aber der zweite Band hat auf jeden Fall dem ersten Band in nichts nachgestanden. Da war natürlich dieser erste Wow-Effekt von der Welt quasi ein bisschen weg, weil man die schon kannte, aber trotzdem hat es für die 5 Sterne für mich auf jeden Fall gereicht. Ich mochte den Vibe in dem Buch. Ich mag immer noch die ganzen Protagonisten sehr, sehr gerne und ich finde, da hat Neil Schusterman wirklich guten zweiten Teil hingelegt und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was in dem dritten noch passiert. Wir kehren wieder zurück zum Thema Krimi. Ich habe hier noch ein Buch von Nele Neuhaus und zwar Wer Wind sät. Das ist ein klassischer Kriminalroman und das ist der 5. Band von der Kirchhoff oder Bodenstein-Kirchhoff-Reihe. Das sind halt die beiden Ermittler, Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein. Und in diesem 5. Buch haben sie eben einen neuen Fall und jemand wird tot aufgefunden bei einer Firma, die Windkraftanlagen oder eben ja mehrere Windkraftanlagen eben baut. Und es ist jetzt die Aufgabe von den beiden rauszukriegen, warum ist das passiert, wer hat das getan und so weiter und so fort. Und es geht eben dann auch um diesen Windpark, der da eben im Taunus gebaut werden soll und eben diejenigen, die das verhindern wollen. Und es entspinnt sich dann so eine Geschichte um mehrere Charaktere, die halt bei diesem Bauen von dem Windpark involviert waren. Und das ist auf jeden Fall so der Hintergrund. Auch privat passiert bei den beiden Ermittlern sehr, sehr viel. Also Bodenstein hatte ja im letzten Band mit seiner Ehe ein paar Probleme und hat sich jetzt eben weitergesponnen in diesem Band, dass er dann auch so ein paar Abenteuer erlebt hat und sich eben ja ein bisschen ausgetobt hat. Und es war aber dahingehend teilweise etwas schwierig, weil diese Person eben auch ein bisschen involviert in den Fall war und das deswegen ein bisschen schwierig wurde. Und dieses Buch, muss ich sagen, hat mir nach dem letzten Band, Schneewittchen muss sterben, im Vergleich viel weniger gefallen. Das haben meine Freunde, die das Buch schon gelesen haben, mir auch schon gesagt, dass sie das auch schwierig fanden und bis dato Schneewittchen muss sterben für sie auch das beste Buch aus der Reihe war. Und ich habe mir dann natürlich gedacht, okay, ja, da bin ich schon mal gespannt, weil wenn meine Freundinnen mir das sagen, dann werde ich das vermutlich auch so empfinden, aber naja, schauen wir mal. Tatsächlich muss ich ihnen aber auf jeden Fall recht geben, auch für mich war das jetzt kein Highlight aus der Reihe. Ich habe dem Buch jetzt mal 3 Sterne gegeben und ich würde es mal solide nennen. Es ist kein krasser Knaller gewesen, war aber auch nicht total schlecht. Also der Fall, der hier beschrieben wird, hat schon sehr auch spannende Wendungen und man denkt auch zwischendrin im Buch mal, dass etwas passiert ist, was am Ende so gar nicht passiert ist und so weiter und so fort. Also das ist schon wieder so typisch Nele Neuhaus, wie sie das auch macht, dass sie dann halt sehr auch verschiedene Stränge dann auch gut zusammenführt und so und dass man immer irgendwas vermutet, was dann manchmal aber doch nicht so ist und so weiter. Also es hat schon gepasst. Mir hat aber irgendwie diese Hintergrundgeschichte mit diesem Windpark hat mich nicht so krass interessiert, also das fand ich nicht so super spannend, wie das halt davor in dem Buch war. Da war auch dieser Vibe mit dem Dorf und so, halt, konnte ich auch einfach sehr nachfühlen. Hier war das halt nicht so, konnte ich das eben nicht so empfinden und ich fand eben auch diese Geschichte oder einige dieser Protagonisten eher so ein bisschen nervig und mochte die nicht so gerne. Deswegen ist es mir manchmal schwer gefallen, das dann so durchzustehen, wenn die dann relativ lange in der Geschichte behandelt wurden. Dann hatte ich nicht so Lust, das weiterzulesen. Von daher habe ich gemerkt, dass mir das andere Buch deutlich besser gefallen hat. Und ja, ich fand den Fall am Ende trotzdem interessant und auch die Auflösung fand ich gut. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Vergleich zu Schneewittchen muss sterben echt ein bisschen schlechter geworden und jetzt bin ich mal gespannt, wie die nächsten Bände sich entwickeln, weil ich habe ein paar auch noch da und die werde ich auf jeden Fall auch weiterlesen, weil ich mag, dass
die Protagonisten und auch das Zusammenspiel aus den beiden, also Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein, finde ich zusammen schon sehr, sehr cool als Ermittler-Duo. Und ich möchte jetzt natürlich auch wissen, wie es privat bei denen weitergeht. Deswegen werde ich auf jeden Fall weiterlesen und bin mal gespannt, ob mir das nächste Buch dann wieder ein Ticken besser gefällt. Als letztes Buch habe ich dann hier noch Seeing What You See, Feeling What You Feel von Naomi Gibson für euch dabei. Das ist ein Buch über eine KI, die mit einem Menschen eine Beziehung eingehen will. Also wir haben hier Lydia, das ist die Protagonistin in diesem Buch, die ist ein wenig traurig, weil ihr Vater die Familie verlassen hat und die ihr Vater und sie, die waren immer so ein bisschen so computeraffin und so Nerds und die haben zusammen halt versucht, eine KI zu programmieren. Eines Tages, als der Vater schon längst nicht mehr da ist, ist Lydia dann gelungen, diese KI auch fertig zu programmieren und sie nennt die KI Henry, wie ihren verstorbenen Bruder. Und das Ganze fängt dann so auch ganz unschuldig an, dass sie dann halt so jemanden sucht, mit dem sie halt reden kann und der sie auch versteht. Und die KI befindet sich halt auf ihrem Computer und sie hacken zusammen Sachen und sie unterhalten sich halt. Und irgendwann möchte Henry aber, wie der Titel schon sagt, sehen, was sie sieht und fühlen, was sie fühlt und versucht dann halt eben aus dem Computer rauszukommen und sich einen Körper zu besorgen, damit er dann quasi wirklich mit Lydia auf Augenhöhe sein kann und eben das Leben genauso erleben kann wie sie. Und ich fand das, also das kann man auch hinten auf dem Klappentext schon lesen, dass er dann halt einen Chip entwickelt, den man dann eben in einen Körper stecken kann. Also das ist auf jeden Fall schon hinten auf dem Klappentext der letzte Satz, wo der einen dann so ein bisschen auch anfixen soll. Ich persönlich finde das Thema KI gerade mega spannend. Es passiert ja gerade auch viel beim Thema KI, was auch bei uns jetzt im Alltag ankommt. Das Thema ist ja schon lange da, aber wir haben da nicht wirklich jeder so viel damit auch gemacht. Und deswegen habe ich das Buch jetzt in die Hand genommen. Ich hatte es mal in irgendeiner Bücherbüchse drin oder auch in einem Adventskalender, das weiß ich gerade nicht. Ich habe es mir jedenfalls nicht selber gekauft, sondern habe es quasi bekommen und habe dann es erstmal weggestellt, weil ich es im ersten Moment eher so als Romance abgetan habe und dann beim Thema KI war ich dann jetzt doch hellhörig erstmal. Also habe ich das Buch jetzt hervorgeholt und es durchgelesen. Zum Schluss muss ich aber sagen, habe ich auch da nur, ich muss eben schauen, sogar nur 2 Sterne gegeben, weil ich wirklich es schwer hatte, das bis zu Ende zu lesen. Ich habe es nicht abgebrochen, so wie Alice im Wunderland, weil so hat es mich dann doch noch bei der Stange gehalten, es zu Ende zu lesen, aber mir haben da einige Dinge an diesem Buch nicht so gefallen. Also erstmal ist natürlich die Tatsache, wir haben jetzt gerade noch keine starke KI. Das, was hier beschrieben wird, dass diese KI wirklich Gefühle entwickelt und sich wirklich aus ihrem Gefängnis des Computers befreien will und irgendwie Emotionen hat, dass es genauso leben will wie der Mensch und so. Sowas gibt es noch nicht. Wir haben nur schwache KI, die wirklich also kein eigenes Bewusstsein entwickelt und das ist in diesem Buch halt schon passiert. Also das ist schon mal nicht realistisch, aber darum geht es ja vielleicht auch bei einem Buch nicht immer, dass Sachen realistisch sind. Aber dann ist halt für mich die Tatsache schwierig, dass sie das bei sich in ihrem Jugendzimmer irgendwie in ein paar Monaten oder ein paar, ich glaube 2 oder 3 Jahren tatsächlich, aber auf jeden Fall irgendwie alleine gemacht haben will. Das kommt mir tatsächlich sehr, sehr komisch vor. Gut, da könnte man ja noch drüber wegsehen und sagen, gut, das ist halt einfach auch eine Geschichte. Da muss ja nicht alles immer so total passen. Aber obendrauf kam dann noch der Fakt, dass in dieser Geschichte halt auch sehr, sehr viele sehr übergriffige Sachen passieren. Also es ist schon so, dass Henry alles versucht, um einen Körper für sich zu bekommen. Und das ist eben auch damit verbunden, dass Menschen wehgetan wird. Und da macht irgendwie die Protagonistin Lydia in meinen Augen viel zu bereitwillig einfach mit und stellt das auch gar nicht so sehr in Frage. Und das ist für mich ein schwieriges Verhalten gewesen. Ich konnte da halt die Lydia in vielen Fällen nicht nachvollziehen und wusste nicht so richtig, was ich mit ihrem Verhalten machen soll. Es gibt ein paar Stellen in diesem Buch, da kann ich absolut verstehen, wie sie sich fühlt, aber es gibt mehr Stellen in diesem Buch, da bin ich komplett raus und verstehe nicht, wie sie diese KI so sehr einfach machen lassen kann, was sie will, ohne irgendwie zu versuchen, die aufzuhalten. Und sie hat immer irgendwie voll viel Verständnis für die Art und Weise, wie Henry sich dann verhält, wo ich sage, nee, das
ist absolut nicht okay. Dafür darf man kein Verständnis haben. Und das sind dann so Momente, das hat mich irgendwie irritiert und das hat mir auch schwer gemacht, das Buch zu Ende zu lesen. Ich habe es dann aber zu Ende gelesen und dann, muss ich ehrlich sagen, war das Ende für mich auch nicht so, hatte mich nicht so. Also ich war dann einfach auch irgendwie nicht so krass zufrieden mit dem Ende. Das war mir dann auch irgendwie alles ein bisschen zu einfach, dass man, wie man aus der Situation dann noch rausgekommen ist. Und ja, fand ich, hätte man vielleicht auch anders lösen können. Und tatsächlich glaube ich, ist einfach bei mir direkt dieses, sie hat das im Kinderzimmer programmiert und jetzt ist da so eine KI draus geworden, die dann anfängt, irgendwie total übergriffig zu reagieren. Und sie ist auch sehr übergriffig, teilweise mit ihren Mitmenschen. Das hat mir einfach nicht so richtig gefallen. Auch andere Protagonisten in dem Buch oder Nebencharaktere eigentlich eher, waren mir total unsympathisch. Und am Ende war es ja auch ging es auch viel um so ein emotionales Thema, nämlich um den Unfall, der passiert ist, wo der Bruder gestorben ist. Und der hält die ganze Familie in Atem und der wird aber gar nicht so richtig bearbeitet. Also auch die Beziehungen untereinander werden halt teilweise versucht irgendwie zu bearbeiten, aber es klappt einfach nicht und dann kommt eben die KI dazwischen und will dann irgendwie auch mitmischen in diesem ganzen Thema und das ist irgendwie echt krass, was da, finde ich, so passiert und ich kann mich da einfach nicht mit identifizieren, was Lydia da so veranstaltet oder Henry auch machen lässt und da bin ich ein bisschen, ja, kann ich nicht so richtig empfehlen, dieses Buch. Also 2 Sterne von mir. Immerhin habe ich es durchgelesen. Aber ich glaube, das wird langfristig auch aus meinem Bücherregal wandern, wenn dann Platz gemacht werden muss für andere Bücher, die dann in diesem Genre in das Regal müssen. Dann hat dieses Buch vermutlich das Zeitliche bei uns zu Hause gesegnet und muss weiterziehen. Jo, war jetzt nicht ganz das Richtige für mich, aber das KI-Thema hat mich angefixt. Man kann nicht immer Glück haben. So, das war jetzt mein Juli als Lesemonat. Scheinbar ist das so das Ding, dass ich so 4 Bücher schaffe oder auch 5, aber dann doch nicht alle irgendwie ganz auslesen kann. Ich bin zufrieden mit 4 Büchern. Ich freue mich sehr, dass da auch welche dabei waren, die mir richtig gut gefallen haben. Es wird immer mal was geben, was nicht so total klasse ist. Aber eigentlich war nur ein Buch dabei, was ich wirklich weglegen musste. Da haben wir ganz am Anfang des Videos drüber geredet. Von daher, das war ein guter Lesemonat für mich, finde ich. Ich habe mich gefreut, dass ich so viele Bücher lesen konnte und auch so viele verschiedene Genres lesen konnte. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie euer Lesemonat war. Lasst mal ein paar Kommentare da. Vielleicht habt ihr auch Bücher aus diesen Genres gelesen oder vielleicht habt ihr auch die Bücher, die ich gelesen habe, schon gelesen und dazu auch eine Meinung. Lasst mich doch mal gerne mehr darüber erfahren und wenn ihr Lust habt, dürft ihr natürlich auch ein Däumchen nach oben dalassen oder meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Oder hier gibt es noch 2 weitere Videos, ist ja auch kein Problem, schaut die doch einfach an. Ich hoffe, wir sehen uns direkt beim nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Tschüss!